Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Sachsen hat gewählt und deswegen sage ich zuallererst einmal herzlichen Dank an die sächsischen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, an Rico Geppert, den Spitzenkandidaten und alle, die den Sachsen geholfen haben in diesem Wahlkampf. Das war kreativ, das war bunt, das war mutig, das war ein schöner Wahlkampf. Herzlichen Dank dafür. Die Linke ist zum vierten Mal in Folge zweitstärkste politische Kraft im Sächsischen Landtag. Darüber können wir uns freuen. Und das heißt auch, dass die Linke die einzige politische Alternative zur Union in Sachsen war und sie bleibt auch die einzige politische Alternative zur Union. Und ich stelle heute Abend auch fest, dass wir mittlerweile wieder in der Lage sind, an die sehr guten Wahlergebnisse von 2009, als die Sachsen das letzte Mal gewählt haben, an dieses Niveau wieder heranzukommen. Das war vor wenigen Monaten auch in Sachsen noch nicht absehbar und das ist ein sehr schöner Erfolg. Und es macht mir vor allen Dingen auch Hoffnung, dass wir in zwei Wochen, wenn in Brandenburg und in Thüringen gewählt wird, Ähnliches erreichen können. Darüber bin ich heute Abend sehr froh. Man muss heute Abend etwas sagen zur Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ist auf einem dramatischen Niveau gelandet. Dafür trägt vor allem die CDU in Sachsen die Verantwortung, die aus politischem Kalkül heraus entschieden hat, einen Wahlkampf in die Sommerferien zu legen und die Wahlen möglichst im Schlafwagen, den Wahlkampf im Schlafwagen zu absolvieren. Damit hat die CDU in Sachsen diese Wahlbeteiligung provoziert und sie hat vor allen Dingen auch damit NPD und AfD einen großen Gefallen getan. Ich bin fest davon überzeugt, dass beide Parteien, und wir müssen ja damit rechnen, dass möglicherweise auch die NPD wieder in den Sächsischen Landtag einzieht, dass beide Parteien von dieser niedrigen Wahlbeteiligung heute profitiert haben. Damit konstatieren wir auch in Sachsen einen Rechtsruck in der Politik. Wir werden uns als Linke nicht nur in Sachsen, sondern darüber hinaus diese Situation stellen. Und damit ist aber auch deutlich geworden, und das geht an die Adresse von SPD und Grünen, wenn beide Parteien nicht endlich bereit sind, entschlossen mit uns gemeinsam mit der Linken für eine Alternative gegen die Konservativen nicht nur in Wahlkämpfe zu gehen, sondern auch danach handlungsfähige Mehrheiten herzustellen, dann haben es die Konservativen leicht, ihre Mehrheiten durchzusetzen. Das ist meine Erwartung an SPD und Grüne, vor allen Dingen, wenn ich nach Thüringen blicke. Diesem starken konservativen Block müssen wir etwas entgegensetzen und das geht nur, wenn beide Parteien sich endlich bewegen. Herzlichen Dank. Wir haben trotz allem heute Abend Grund zum Feiern. Feiert schön. Dankeschön. Applaus